Hallo, in diesem Video stelle ich euch den Moa Bio Zyklus-Tee für Frauen vor. Ich sage es gleich vorneweg, der Tee wurde nicht von mir getestet, sondern von der weiblichen Testperson. Ich mache hier nur das Review. Der Tee ist ein milder Kräutertee mit einer leicht würzigen Note. Da drin sind enthalten ausschließlich Biokräuter, und zwar Frauenmandelkraut, Brennnessel und Schafgarbenblüten. Der Hersteller empfiehlt zur Harmonisierung des weiblichen Zyklus 3 Tassen am Tag zu trinken, und dazu soll man ca. 2 Gramm von der Kräutermischung in eine Tasse mit kochendem Wasser und das Ganze 10 bis 12 Minuten ziehen lassen, danach den Beutel wieder rausnehmen. Es ist ein offener Tee, man braucht also entweder ein Teeei oder so Teebeutel, wo man es reinmacht, um es dann aufzubrühen. Was ganz schön ist: Das Teil ist innen so beschichtet, das heißt, es kann hier keine Feuchtigkeit reinkommen, und so ein Zipverschluss, nachdem man den Beutel oben aufgeschnitten hat, dient dazu, das Ganze wieder hundertprozentig luftdicht zu verschließen. Also da kommt keine Feuchtigkeit rein. Sehr praktisch. Ein kleiner Rest ist noch drin. Ich muss mal gucken, ob ich ein bisschen nach vorne komme, dass man so einen leichten Einblick hat, wie das Ganze aussieht. Okay. Also, es ist ganz klar, das Ganze dient dazu, den weiblichen Zyklus zu harmonisieren, also sprich, dass er regelmäßig kommt, und dadurch steigert das Ganze die Chance auf eine Schwangerschaft. Aber es ist natürlich kein Garant dafür, dass man dann auch wirklich schwanger wird. Vor allen Dingen braucht man natürlich noch einen Mann dazu. Ist ganz wichtig. Okay, die weibliche Testperson sagt, der Tee schmeckt gut, und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Das Ganze bekommt von mir, was ich bisher gehört habe, von der Verpackung, vom Geschmack und durch das, dass es Bio ist, 5 Sterne. Es gibt nichts Negatives dazu zu sagen. Okay, das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.